Eleanor. A. S. M. Wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute den Weg in mein Teegeschäft gefunden haben. Ach, Sie kommen auch auf Empfehlung. Wer hat mich denn empfohlen? Ach so, ja. Ja, die Liebe, die schaut ja fast jede Woche bei mir rein, zu sehen, ob es irgendwelche neuen, interessanten Teesorten gibt. Warum sind Sie denn heute hier? Sie wollten einfach mal vorbeischauen und vor allen Dingen jetzt schon mal schauen, ob es vielleicht ein schönes Geschenk zu Weihnachten gibt, das Sie verschenken können? Ja, okay. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir was finden werden. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen einfach mal zeige, was für Teesorten ich im Angebot habe? Ja, also derzeit sind es knapp an die 60. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht immer die genaue Anzahl von verschiedenen Teesorten, die ich habe, weil es einfach zu viele sind. Und manche gehen ja dann aus dem Sortiment, andere kommen wieder rein. Ich habe zurzeit zum Beispiel auch schon wieder weihnachtliche Teesorten im Angebot. Und ich zeige Ihnen gern mal die Sorten, die ich habe. Ja? Okay. Und dann, wenn Sie möchten, hier auf der linken von mir aus gesehen Seite, da habe ich ja auch ganz viele verschiedene Tassen. Wenn Sie sich für eine Teesorte entscheiden sollten oder auch mehrere, dann kann ich Ihnen sehr gerne mit den Tassen zusammen, wenn Sie möchten, ein kleines Paket binden als Geschenk dann. Ja, das passt perfekt zusammen. Ja, okay. Also, lassen Sie mich kurz überlegen. Ja. Also, ich habe gerade Tee frisch aufgebrüht. Schauen Sie mal hier. Diesen kleinen Kännchen habe ich immer 4 frisch aufgebrühte unterschiedliche Sorten, damit meine Kunden, die vorbeikommen, auch immer was probieren können. Die dann auch trinkfertig und gerade perfekt sind. Also, derzeit, ich schaue mal kurz, da habe ich die Sorten, die können Sie gleich alle gerne einmal probieren. Ich habe jetzt gerade einmal einen Gute-Nacht-Tee aufgebrüht aus Melisse und Lavendel. Dann etwas Fruchtiges, spanische Orange. Dann auch schon unseren neuen Wintertee mit Orange, Zimt und Mandel. Also dieser Tee, der duftet besonders gut. Ich finde, der duftet so nach weihnachtlichem Gebäck. Ja. Und als 4. Sorte habe ich die neueste in unserem Sortiment aufgebrüht. Das ist die karibische Mango. Auch sehr lecker, sehr fruchtig. Die können Sie gleich gerne alle einmal probieren. Ja. Sie ziehen noch kurz 2-3 Minütchen und dann, beziehungsweise, ich sehe schon, Sie haben ich lasse sie noch ein bisschen abkühlen, damit sie die perfekte Trinktemperatur haben. Okay.
während sie noch abkühlen, kann ich Ihnen gerne einmal ein paar unserer Teesorten zeigen. Okay. Also, wir haben verschiedene Importeure und hier sehen Sie zum Beispiel einmal den Tee. Den bekommen wir so, ich nenne es jetzt mal in seiner Rohfassung, mit den ganzen Blättern. Und zum einen verkaufen wir ihn auch so lose. Schnuppern Sie sehr, sehr gerne einmal dran. Das ist hier unser Gute-Nacht-Tee mit der Melisse und dem Lavendel und noch ganz vielen anderen Kräutern. Schnuppern Sie sehr gerne einmal. Ja, ich finde schon allein das Schnuppern. Also wir verkaufen den Tee ebenso lose. Natürlich auch mit dem passenden Zubehör dazu. Damit meine ich extra Teebeutelchen, aber auch Teesiebe. Ich zeige Ihnen das gerne einmal. Also, zum einen haben wir auch im Angebot so Teefilter. Hier solche einfachen Säckchen, da würden Sie hier oben einfach so viel Tee einfüllen, wie Sie möchten und dann das Säckchen einfach in den Tee hängen. Das eignet sich perfekt für losen Tee. Diese kleinen Teebeutelchen oder Teesäckchen, wie ich sie auch gerne nenne, eignen sich auch hervorragend, um eigenen Tee zu machen. Wenn Sie vielleicht in Ihrem Garten ein paar Kräuter haben, die können Sie einfach trocknen und dann in diese Säckchen einfüllen. Ganz einfach und unkompliziert. Oder wenn Sie zum Beispiel Tee verschenken möchten, gerade für die Weihnachtszeit und Winterzeit, ist das ja perfekt. Oder wir haben auch verschiedene Arten von Teesieben. Schauen Sie mal hier, das ist wie so eine Zange. Da würden Sie dann einfach in den losen Tee reingehen, sich eine Menge von reinmachen, ins Glas hängen und gut ist. Oder dieses altbekannte Tee-Ei. Haben wir natürlich auch im Angebot. Das klappen Sie dann einfach auf, machen die gewünschte Menge an Tee rein und hängen dann das Kettchen in den Tee. Da ist oben dann so ein kleiner Haken und dann fällt es auch nicht ins heiße Wasser. Also wie Sie sehen, wir haben alles da. Alles für jeden Liebhaber ist etwas dabei.
können unseren Tee natürlich auch verschieden kaufen. Das hier zum Beispiel. Das ist so ein kleines Probierdöschen. Schauen Sie mal. Durch diesen farblosen Deckel kann man die einzelnen Bestandteile so schön sehen. Dann weiß man auch wirklich, was man hier in seinen Tee reingibt. Beziehungsweise, was man da gerade trinkt. Wir haben solche kleinen Probierpäckchen. Daraus ergeben sich ungefähr 3 bis 4 Tassen, wenn man sich noch nicht sicher ist. Man möchte einfach viel Abwechslung haben, viele verschiedene Teesorten oder einfach mal was Neues ausprobieren. Allerdings auch den losen Tee in so größeren Tütchen kaufen. Hier wären jetzt 75 Gramm drin. Das reicht dann schon für ein paar mehr Tassen bzw. sogar Teekannen. Selbstverständlich haben wir auch ganz normal, nenne ich es jetzt mal, altbekannte abgefüllte Teebeutel, die schon trinkfertig für eine Tasse sind. Ja, natürlich. Von den Sorten würde ich Ihnen gerne mal zeigen, welche Sorten wir dort so anbieten. Ja? Sorten, die wir hier im Angebot haben. Und dann dürfte der Tee auch schon trinkfertig sein zu probieren. Ich liebe dieses knisternde Geräusch des Tees. Wenn man in das Geschäft kommt, duftet es so lieblich, nicht wahr? Man kann gar nicht sagen, nach welchem Tee es am meisten duftet, weil wie alle schönen Teesorten und Gerüche in der Luft liegen. Zeige ich Ihnen sehr, sehr gerne einmal die Teebox. Da sind alle Probierpröbchen drin, von allen bereits abgepackten Beutelchen, die ich im Sortiment habe. Und weil es so schwierig war, sie irgendwie nach Kräutern oder Früchten zu sortieren, habe ich sie farblich sortiert in den 4 Kästchen. In dem unteren, mittleren Fach sind die Weihnachtssorten, die wir oder die ich im Angebot habe. Und hier rechts habe ich auch so medizinische Tees.
falls Sie Fragen haben, wie ein Tee schmeckt, kann ich Ihnen auch sehr gerne immer ganz kurz erläutern, wie dieser Tee schmeckt. Ja? Ja, da sind nämlich auch exotische Sorten mit dabei, die Sie so vielleicht gar nicht aus dem einfachen Supermarkt kennen. Also, ich habe die Sorte Grüntee Jasmin. Das ist ein sehr blumiger Tee. Jasmin ist ja auch eine Blume. Der schmeckt wirklich so, wie er riecht. Eine ganz interessante Sorte. Dann habe ich den berühmt-berüchtigten Chai-Tee. Südafrikanischer Rooibos mit Vanille. Es ist auch eine ganz interessante Sorte. Vielleicht Rooibos-Tee kennen Sie ja. Hat ja so eine ganz leichte karamellige Note. Mit der Vanille dazu ist das auch nur ganz, ganz leicht. Ganz lecker. Man muss aber aufpassen, dass man sie wirklich nicht zu lange ziehen lässt, sonst wird er sehr schnell herb. 2 bis 3 Minütchen reichen da tatsächlich schon. Dann haben wir Melisse. Das sind ja, gehört ja zum Kräutertee. Melisse ist übrigens auch nachher in dem Gute-Nacht-Tee drin, den Sie gleich probieren werden. Dann habe ich spritziger Ingwer-Lemon-Tee. Der Ingwer macht diesen Tee so ein bisschen herber, ja, beziehungsweise ein bisschen schärfer. Und Lemon ist ja dann so die spritzige Zitrone. Oh ja, dann habe ich hier einen meiner absoluten Lieblingstees. Salbei-Honig. Kräuterteemischung mit Salbei, aromatisiert mit Honiggeschmack. Besonders in der Erkältungszeit oder in der Winterzeit, wenn man sich mal etwas Gutes tun möchte. Dann habe ich hier noch grünen Tee-Vanille. Das ist, schmeckt fast so ähnlich wie der Rooibos-Vanille. Ja, wenn Sie da den mal testen wollen oder beide mal testen wollen, dann können Sie mir sagen, ob Sie einen Unterschied schmecken. So, dann kommen wir zur spanischen Orange. Auch ein sehr, sehr leckerer, fruchtiger Tee. Ja, also es ist wie auch, also vergleichbar wie mit einem sehr leckeren, warmen Orangensaft, der aber nicht so schwer auf der Zunge liegt. Na, es ist ja immer noch Tee, das heißt ja Wasser aufgebrüht mit den Kräutern bzw. den Blättern oder auch den Fruchtschalen oder auch Fruchtstückchen, je nachdem, was es für ein Tee ist. Und dementsprechend ist es ja niemals schwer. Weder auf der Zunge noch im Magen. Das ist so besonders an dieser spanischen Orange zum Beispiel. Dann haben wir hier die italienische Limone. Das ist auch ein sehr leckerer, sehr fruchtiger Tee. Schmeckt einfach sehr zitronig, sehr erfrischend. Ich finde, dieser Tee hat auch eine ganz, ganz leichte Honignote. Nur ganz leicht. Sodass die Zitrone gar nicht so säuerlich ist. Also nicht wie typischer Zitronentee. Gar nicht, überhaupt nicht. Ganz anders. Ganz lecker und ganz mild und sanft auf jeden Fall. Dann haben wir hier türkischer Bayram-Apfelfeige. Ich finde das ist einer der leckersten Apfeltees, die es so gibt. Die es so zu kaufen gibt, ja. Sehr fruchtig auch. Ganz anders als normale Apfeltees. Ja. So, dann habe ich noch mediterranen Pfirsich. Der ist auch sehr kräftig im Geschmack. Den sollte man auch nicht so lange ziehen lassen. Apfelminze. Auch eine sehr schöne Kombination. Italienische Süßkirsche. Das ist einfach ein sehr leckerer Kirschtee.
Ja, ich habe noch tatsächlich verschiedene Kirschtees. Ich weiß, nachher kommt auch noch Kirschjoghurt oder Kirschbanane. Und diese italienische Süßkirsche ist einfach ein bisschen anders. Kann man gar nicht beschreiben. Man denkt zwar auch, Kirsche schmeckt immer gleich, aber natürlich ist das nicht so. So, dann habe ich noch den persischen Granatapfel. Im Gegensatz zu einem normalen Granatapfel ist der Tee nicht ganz so säuerlich, sondern eher doch sehr sanft und auch süß. Auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Ein sehr leckerer Früchtetee. Dann habe ich noch Kirsch-Erdbeer. Sehr lecker, ein richtiger Klassiker. Holunder-Kirsche. Sehr aromatisch, sehr fruchtig und sehr stark. Die Holunder-Kirsche. Also diese Kombination aus Holunderbeeren und Kirsche sind auch sehr, sehr lecker. Dann ein Klassiker, Hagebutte mit Hibiskus. Der würde eher in so eine leicht herbe Richtung gehen. Hagebutte ist ja auch sehr, ja, kann man es säuerlich nennen, aber ein bisschen herber. Nicht so süß wie zum Beispiel die Kirsche. Dann habe ich ein Kann man jetzt nicht so mit den mit dem Multivitaminsaft vergleichen, überhaupt nicht. Der schmeckt einfach sehr fruchtig. Es ist ein leichter Früchtetee. Auch sehr, sehr lecker, ja. Dann habe ich noch die Waldbeere, Malve, allgemein so ein Superberries-Tee. Muss ich gerade mal reinschauen. Welche Beeren dort drin sind. Da sind unter anderem Erdbeeren drin, Pflaumen, Blaubeeren und Himbeeren. Also so verschiedene Beerensorten in einem Teebeutel. Dann habe ich hier einen Salbeitee. Wenn Sie so typische Salbeibonbons kennen, genauso schmeckt. Besonders, wenn man erkältet ist. Aber auch so natürlich zu jeder Jahreszeit. Dann ein Tee, der schon fast auch, also der auch super passt zur winterlich-weihnachtlichen Zeit, ist der Pflaume-Vanille-Tee. Da muss ich gestehen, diesen Tee trinke ich am liebsten mit einem ganz kleinen Schluss. Wenn Sie natürlich keine Süßungsmittel verwenden möchten, braucht man ja überhaupt nicht beim Tee. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Manche süßen es sich mit Zucker, unterscheiden noch zwischen weißem, braunen, Candiszucker, Honig, Agavendicksaft, ja, Ahornsirup, alles Mögliche. Manche trinken ja auch gern ihren Tee mit Milch, einem Schuss Milch. Derzeit bevorzuge ich tatsächlich Ahornsirup. So, dann haben wir noch Heidelbeer-Vanille. Auch ganz lecker. Ein Herzkirsch-Tee. Das ist nochmal eine andere Kirschsorte. Die Unterschiede kann ich fast gar nicht beschreiben. Den muss man tatsächlich einfach probiert haben. Ja, weil alle Kirschsorten und alle Kirschtees unterschiedlich schmecken. So wie zum Beispiel auch hier der Kirschbananentee, den ich jetzt hier habe, und Kirschjoghurt. Ne, von dem hatte ich ja schon gesprochen. Ja, gerade. Schnuppern Sie mal. Ja, der riecht sehr wirklich wie Kirschjoghurt, ne? Ja. So, dann Brombeer-Himbeere. Ein weiterer Bärentee. Dann habe ich noch den türkischen Apfel. Auch wieder eine ganz andere Apfelsorte. Dann habe ich noch den New York Chai Sweet Honey Lemon. Ist auch wie ein typischer Chai-Tee. Ja, mit einer ganz eigenen speziellen Note. Genauso wie der orientalische Süßtee, Gewürztee. Auch eine ganz eigene Note, ja.
ich hier noch die schwedische Blaubeere. Muss ich sagen, das ist derzeit tatsächlich sogar einer meiner Lieblingstees. Diesen Tee liebe ich auch mit Ahornsirup. Ganz, ganz toll. Dann unsere ganz neue Sorte karibische Mango. Die werden Sie gleich einmal probieren. So, dann Melisse Pfefferminze. Ein sehr leckerer Kräutertee. Genauso wie unser Brennnesseltee. Dann haben wir noch eine Brennnesselmischung. Da sind neben den Brennnesseln noch Brombeerblätter, Fenchel und Süßholzwurzeln mit dabei. Ist ein bisschen leichter als der reine Brennnesseltee. Der reine Brennnesseltee ist halt sehr herb auch. Ne? Dann die brasilianische Limette. Ein sehr fruchtiger Tee. Kamille Fenchel, auch sehr bekömmlich, gerade für den Bauch. Finde ich sogar teilweise noch leckerer als reinen Kamillentee. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Dann haben wir einen Fencheltee und einen ganz normalen Apfeltee. Minze Ingwer, auch sehr erfrischend, leicht scharf, sehr, sehr lecker. Und noch einer meiner absoluten Lieblinge. Das ist die marokkanische Minze mit Honig. Sehr, sehr lecker. Natürlich kann ich alle Teesorten empfehlen. Aber das ist auch mein absoluter Liebling. Wir haben natürlich, ich habe auch einen Schwarztee und Grüntee im Angebot. Die zwei Wintersorten sind einmal Wintergenuss. In dem Wintergenuss sind, das war der, von dem ich vorhin auch erzählt hatte, den ich aufgebrüht habe. Da sind zum Beispiel Mandeln mit dabei, aber auch Orangen und Zimt. Der schmeckt sehr, ich finde fast schon so lebkuchenartig. Ja, der riecht auf jeden Fall auch sehr nach Lebkuchen. Und ich habe noch die Weihnachtssorte Sternenglanz. Das ist eher eine fruchtige Weihnachtssorte. Ja, genau. Und natürlich, wenn Sie auch mal was Medizinisches bräuchten für den Bauch, haben wir nochmal, wie ich ja sagte, Fencheltee, Pfefferminze, Kamille, aber natürlich auch Erkältungstees, Nieren- und Blasentees, Magen-Darm-Tees, da haben wir auch alles da. Ja. Also das, was ich hier in meinem kleinen gemischten Tee-Sortiment befindet. Ja, im Hintergrund sehen Sie ja auch noch, ne? Da beginnen unsere ganzen Regale mit den Teesorten. Da oben die kleinen Pyramiden, das sind auch noch so englische Teesorten. Genau, das sind unsere ganzen Grüntees. Ja, das ist ein grüner Tee mit Green Tea, Pomegranate. Oder Green Tea, Orange, Jasmine, ne? Orange, Jasmin, auch sehr fruchtig. Das sind mal so ein paar andere Sorten als ganz normale. Inzwischen ist der Tee auch trinkfertig. Sie haben ja jetzt alle Sorten gehört. Lassen Sie sich die gerne einmal durch den Kopf gehen. Und ich gebe Ihnen jetzt auch gerne noch mal ein paar Prübchen zum Probieren. Ja. Ja. Ganz echt, stilecht, habe ich zum Probieren immer unterschiedliche Sammeltassen bei uns im Geschäft zu stehen. Das ist jetzt so ein schickes Exemplar mit Blümchen drin.
sind. Das macht einfach viel mehr Spaß, Tee so elegant aus einem kleinen Tässchen zu trinken. Nicht wahr? Und dann können wir zuallererst einmal den ersten Tee probieren. Den Gute-Nacht-Tee mit Melissa Lavendel, ja. Okay. Trinke ich auch sehr, sehr gerne vorm zu Bett gehen. Ja, probieren Sie gerne einen Schluck. Ja. Ja, den Lavendel, den riecht man zwar, aber schmeckt man gar nicht so raus, ne? Probieren Sie nochmal. Das ist ein sehr leckerer Kräutertee, ne? Sie können gern die Tasse einmal an die Seite stellen und jederzeit mal ein Prübchen davon nehmen. So. Dann. Die spanische Orange. Unser zweites Prübchen werde ich Ihnen in dieser schicken. Ihnen einmal die spanische Orange geben. Probieren Sie gerne mal. Und wie schmeckt diese Orange, der Orangentee? Sehr fruchtig, nicht wahr? Ja, ich sage ja. Erinnert so ein bisschen an Orangensaft. Einfach leckere, saftige Orangen, aber es ist nicht so schwer auf der Zunge und schon gar nicht schwer. Aus den 40er Jahren die Tasse. Anfang der 40er, ja. Die hat so ein ganz, ganz schönes, schauen Sie mal hier, Blaubeer-Design mit Blaubeeren drin. Ja, und in diesem Tässchen würde ich Ihnen gerne einmal unseren Wintertee zum Probieren geben. Mhm.
Wintertee mit Zimt, Mandel und Orange. Oh, schnuppern Sie mal. Nehmen Sie gerne einen Schluck. Ja, schmeckt einfach wie Winter, wie Weihnachten, nicht wahr? Die Spekulatius und die Kekse. Lecker, nicht wahr? Ja, genau. Sie können gerne jederzeit einen Schluck nehmen. Sich überlegen, welche Teesorte sie am besten finden. Ja, das ist schwierig, nicht wahr? Ich weiß, ich weiß. Gut, so. Und da kommt auch schon die letzte Sorte. Für heute. Schauen Sie mal, passend. Passend zu der orangefarbenen Tasse davor. Sie einmal. Ist auch ein fruchtiger Tee, ne? Genauso wie die spanische Orange. Schmeckt die karibische Mango auch sehr, sehr fruchtig, sehr lecker, ne? Ja. Ich weiß, es wird schwierig, sich zu entscheiden, welchen Tee Sie verschenken möchten, nicht wahr? Ich habe eine Idee. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen ein Paket zusammenstelle? Von unseren besten Teesorten. Ja? Das wäre doch eine gute Idee. Ja. Und dann können Sie sehr gerne, die würde ich Ihnen tatsächlich erstmal in einem schönen Glas zusammenstellen. Von jeder Sorte ein bisschen zum Probieren. Und wenn Ihnen dann die Sorten gefallen haben, dann können Sie sehr gerne nochmal wiederkommen. Ja, weil ich glaube, das wird sonst zu viel mit den Tassen. Das machen wir dann einfach ein andermal, wenn das für Sie in Ordnung ist. Okay, gut. Gut. Dann schnappe ich mir mal ein neues Glas. So. Und werde Ihnen dort mal ein paar unserer Sorten einpacken. Ein paar der Sorten, die am meisten gekauft werden. Okay. Wussten Sie eigentlich, ich packe das jetzt mal so nebenbei ein, also wussten Sie eigentlich oder kennen Sie eigentlich die Geschichte des Tees? Nein, das dachte ich mir, ja. Also, das Tee aus China kommt, das ist ja unumstritten. Und bereits seit 5000 Jahren wird der Tee dort getrunken. Anfangs nur oder eher als Heilmittel und nicht, weil es jetzt irgendwie lecker schmeckt oder so. Und es gibt eine chinesische Legende, woher denn überhaupt, wie überhaupt der Tee erfunden worden ist, ja. Und zwar war das im Jahr 2737 vor Christi Geburt, da soll der chinesische Kaiser Shennong nach einer ganz langen Reise sich unter einem Baum in einem großen Kessel Wasser abgekocht haben. Dieser Kaiser soll angeblich nur abgekochtes Wasser getrunken haben. Und dann war es eben so, während des Vorgangs sind dort Blätter reingefallen von einem Baum. Und dann verfärbte sich das Wasser und es roch so angenehm. Und dann hat der Kaiser das eben probiert und er fand es so köstlich und lecker. Ja, und ja, das war halt ein wilder Teebaum. Und seitdem gibt es Tee. Seitdem fand er das so belebend und erfrischend und hat es immer wieder getrunken. Und seitdem
Gibt es nun den Tee? Ja. Dann war das eine ganz, ganz lange Zeit eine chinesische Tradition. Und im 6. Jahrhundert nach Christus brachten es dann buddhistische Mönche auch nach Japan. Und Sie können ja gerne mal so einer japanischen Teezeremonie beiwohnen. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich war natürlich auch schon in Japan vor Ort. Das ist so wahnsinnig interessant. Ja, müssen Sie mal dabei gewesen sein. Ganz, ganz tolle Sache. Ja. So. Ich packe hier nebenbei das Geschenk ein. Nicht wundern. Auf jeden Fall erst recht spät, so im 7., 9. Jahrhundert, so in der Zeit, entdeckte man das Tee oder den Tee auch als Handelsgut. Dass man den dann eben auch anfing zu importieren. Und erst 1610 dann erreichte die erste Teelieferung Europa, nämlich in Amsterdam. Also die Niederländer waren die ersten, die mit Tee handelten, bis dann so ein paar Jahrzehnte später, so um 1669, auch England mitmachte. Ja, vielleicht kennen Sie ja die berühmte East India Company. Die Schiffe der Majestät. Die handelten unter anderem auch mit dem Tee. Und ja, Tee wurde auch nicht nur übers Wasser transportiert, sondern auch über Land. Da gab es solche Teekarawanen. Und die gingen eben quer von China durch die Mongolei über Sibirien bis nach Russland, weil eben auch die russischen Zaren Tee liebten. Und dieser Tee galt auf jeden Fall als qualitativ viel besser und hochwertiger, weil der Tee eben nicht Wochen und sogar Monate lang übers Meer fahren musste und dieser nassen, feuchten Seeluft ausgeliefert war. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne? Also gerade durch England und die Aristokratie, die hatten einfach großen Einfluss auf Europa und verbreiteten den Tee auch in Europa, brachten ihn in die neue Welt, was wir heute als Amerika kennen. Ja, und dann, weil Tee eben so beliebt war und die Engländer ihr Finanzloch aus dem Siebenjährigen Krieg stopfen mussten, erhoben sie eine wahnsinnig hohe Teesteuer. Und deswegen gab es dann auch Unruhen damals. Ich weiß nicht, ob Sie bestimmt schon mal von der Boston Tea Party gehört haben. Ja, genau. Genau, es war am 16. Dezember 1773. Da verkleideten sich einige Amerikaner als Mohikaner, als Indianer, wie wir sie vielleicht auch umgangssprachlich nennen, also amerikanische Ureinwohner, und enterten die Schiffe der East India Company und müssen alles von Bord, unter anderem auch 342 Kisten von Tee, einfach um zu protestieren. Und das war ja dann auch damals der Beginn vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Na, die wollten sich ja unabhängig machen von dem Königreich. Ja, aber ich will ja gar nicht zu sehr ins Geschichtliche abdriften. Ja, was auf jeden Fall sehr interessant ist, ist, dass heutzutage nach Wasser übrigens Tee das am häufigsten konsumierte Getränk ist. Wussten Sie das? Ja, na, Wahnsinn. Und vor allen Dingen gibt es ja mittlerweile so viele Abwandlungen, Weiterentwicklungen, wie möchte man es nennen. Es gibt ja auch Eistee inzwischen schon, ne? Oder Cocktails mit Kräutern, so sogenannte Tee-Cocktails, die man sowohl mit als auch ohne Alkohol genießen kann. Wahnsinnig. Wahnsinnig interessant finde ich das. Wussten Sie übrigens, dass der Eistee vor ein bisschen über 100 Jahren erst erfunden wurde? Ja, 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis. Ja, da gab es einen Kaufmann, der wollte den Amerikanern Schwarztee verkaufen und schmackhaft machen. Es ist so warm gewesen zu dieser Weltausstellung. Da hat er sich dann überlegt, seinen frisch aufgebrühten Tee mit Eiswürfeln anzureichern,
dann ein kaltes Getränk draus kam und das liebten die Amerikaner. Ja, total toll. Ganz interessant. Und der Teebeutel, so wie wir ihn kennen, ist übrigens versehentlich erst 1908 erfunden worden. Gab es nämlich einen Teehändler in New York, das war Thomas Sullivan, der wollte seinen Geschäftskunden Teeproben schicken. Diese Proben hat er dann so in Seidenbeuteln verschickt und die Probanden wussten natürlich nicht, wie man den Tee trinkt und haben die in den Beuteln gelassen und im heißen Wasser eingetunkt und so war der Teebeutel erfunden. Ja. So, jetzt schauen Sie mal. Ich habe jetzt hier so ein schönes Glas dekoriert für Sie. Und hier ganz viele verschiedene Teesorten drin zum Probieren. Ja. Das Glas können Sie sehr, sehr gerne verschenken. Oder aber auch einfach selbst behalten und probieren, wie Sie möchten. Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen hier in meinem kleinen Teegeschäft gefallen. Und wollen Sie nochmal schnuppern? Ja. Oh, riechen Sie mal. Ja. So. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt auf jeden Fall für heute Abend noch einen wunderschönen Abend. Ja, kommen Sie gerne sehr bald wieder in mein Teegeschäft. Vielleicht finden wir dann wieder ein paar schöne Sorten für Sie. Oder auch dieses Mal eine schöne Tasse zum Verschenken. Okay. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schreib mir gern Anregungen oder deine Meinung in die Kommentarfunktion unter dem Video. Und wenn du noch mehr Informationen erhalten möchtest, schau gern in die Videobeschreibung hinein. Danke fürs Zuschauen.